Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Batman Arkham Knight. In der letzten Folge haben wir unser Auto bekommen. Beziehungsweise ich habe es zum ersten Mal gesehen. Und habe ich gesehen, was das Ding alles Schönes kann. Wenn ihr Batman seht, schreien und angreifen. Das Ziel immer. So, was soll ich hier machen? Ja, ich warte. So. Für eine Waffenenergiediagnose. Was? Herausforderung starten. Entfessel die wahre Macht des Batmobils. Zerstöre Gegner, ohne selbst getroffen zu werden. Was? Unvollständig. Ja, machen wir nochmal. Simulation aktiviert. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Zerstöre Ziele und Waffenenergie. Okay. Okay, die halten einiges aus. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Okay. Achso, der ist schon weg. Nee, doch nicht. Warte, die spawnen nach. Deswegen. Okay, Stufe 1 haben wir fertig. Oder? Ja, eins haben wir fertig. So, zwei noch aufladen. Der dauert aber. Den noch mal. Ist das alles am Anfang noch hier in so ein Tutorial? Raketensperrfeuerstufe 2 bereit. Ich muss jetzt viermal X drücken, oder? 1, 2, 3, 4. Diagnosestufe abgeschlossen. Cool. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Jetzt bewegen sie sich auch. Oh ja. Okay, die Steuerung ist cool irgendwie. Wow. Okay, Stufe 4 will er haben. Können wir machen. So. Feuerstufe 2 bereit. Abgeschlossen. Nice. Simulation abgeschlossen. Schön. Fortfahren. Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Zum Glück haben wir hier so ein schönes Fahrzeug. Oh, da stehen sie ja schon alle. Na... Ich muss mal gucken, wie ich mal rückwärts fahre. Na, fahr doch mal rückwärts. So, komische Plastikdinger hier. Ups. Na komm, boah, das war ein bisschen kompliziert mit dem Gamepad. Ich bin normalerweise kein Gamepad-Zieler. Mehr? Moment. Du! Hast nicht gesehen, was dir gerade passiert ist, Junge. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum.
Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy. So. Geben wir mal einen Auftrag. Dass die Nachruckler noch irgendwie nachgepatcht werden. Ich habe die neuesten Grafikkartentreiber auch installiert schon, die heute rausgekommen ist von Nvidia. Ich hoffe mal, dass da noch irgendwie ein Patch kommt, weil die Nachruckler sind schon doof. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zeltbereich. Machen wir doch gerne. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Sieht folgendermaßen aus. Irgendwie schon. Wir haben die Stadt nicht mehr unter Kontrolle. Ich lasse mich nicht einsperren wie ein Mensch. Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Mich einzusperren ist ein Zeichen von Verzweiflung, Batman. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast Angst. Batman hat doch keine Angst. Na, ich weiß nicht, ob die Dinger wirklich so stabil sind. Ich habe irgendwie nicht die Befürchtung. Was unterhalten die sich? Bisher liegen sie da leider richtig. Wir haben weniger Leute, Waffen und Reserven. Aber wenn wir es clever anstellen, können wir die Stadt Stück für Stück zurückerobern. Ein paar Patrouillen suchen Scarecrow in Bristol, Kingston, Gresham, Otisburg und Port Adams. Ein halbes Dutzend Hubschrauber kreisen über der Stadt. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Wir haben nicht die Kontrolle. Bis wir wissen, womit wir es draußen zu tun haben, bis wir eine heiße Spur zu Scarecrow haben, verbarrikadieren wir uns und werden weiter auf uns aufpassen. Irgendwelche Fragen? Ja. Okay, gehen wir das nochmal durch, damit auch alles klar ist. Oh Gott. Oberste Priorität? Wir sind hier, um Leben zu retten. Und das beginnt bei den Leben eurer Kollegen in diesem Revier. Ja. Ich will mindestens vier Leute ständig auf dem Dach haben. Hallo. Dieser Aufzug ist gesperrt, Batman. Der einzige Weg rein oder raus führt durch die Tiefgarage. Ah, okay. Die rein oder rausgehen, seid ihr und Batman. Versucht nicht, euch den Aufständischen zu nähern, verstanden? Die bringen euch um. Augenblick. Ich bin nicht feige, Batman. Aber es wäre Selbstmord, diese Monster aufzuhalten. Es sind zu viele. Ich frage mich, ob ich hier neben der Mission noch irgendwas machen kann, neben der Hauptmission, ob es irgendwelche Nebenmissionen gibt oder so. Nicht gerade die üblichen Waffen, die man bei Gothams Abschaum findet. Das ist auch nicht der übliche Abschaum. Verstehe. Es hat vier Männer gebraucht, um den Typen in eine Zelle zu stecken, trotz eines gebrochenen Arms. Wir haben diese Waffen im Auto des Fahrers gefunden, den du hergebracht hast. Das sind hochmoderne Feuerwaffen. Okay. Ja, hier hat wohl eine Party gemacht. Geht's dir gut?
Nicht zu glauben, wie schnell sich alles verändert. Ich hatte eine normale Schicht an einem normalen Tag und jetzt das. Wie die Leute noch alle synchronisiert haben, alle unterschiedlich. Man kann wirklich noch mit jedem sich unterhalten. Meine Frau Batman, ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Bestimmt. Da kann ich nicht viel tun. Sollen Sie mir doch eine Rechnung schicken, wenn es vorbei ist. Sieh mich auf. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Missionauswahl. Nutze die Missionauswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham City zu wählen. Wenn du einen neuen Superschurken oder eine neue Mission geortet hast, werden diese automatisch zur Auswahl in diesem Bildschirm zugefügt. Wähle dieses Symbol, wenn ja, das ist was du möchtest. Aha. Wie jetzt? Was ist denn das? Okay, hier können wir die Hauptstory weitermachen. Was ist das? Finde und rette vermisste Feuerwehrleute der 17. Wache. Ja, klar. Was sind wir da? Gesamtfortschritt? Untersuche die zur Schau gestellt verstümmelte Leiche. Aha. Untersuche Riddlers letzte bekannte Position. Naja, es gibt also doch eine Nebenmission. Okay. Was machen wir denn? Gehen wir mal zum Feuerwehrmann, oder? Wegmarker 6 setzen mit RT. Fernandes. Ich finde die vermissten Feuerwehrleute. Viel Glück da draußen, Batman. Boah, Glück. Wer braucht hier schon Glück? Okay. Wenn ihr den Hafen durchsucht habt, stoßt zu Michaels und arbeitet euch entlang des East River. Tür öffnen. Oh. Wie groß ist denn das hier? Die sind doch alle synchronisiert dort. Die Leute vergessen, dass auch noch die normalen Spinner da draußen sind. Die haben sich heute sicher nicht freigenommen. Normale Spinner. Wir werden nicht fertig mit dem, was dort draußen vor sich geht. Ich habe dort Männer und kann ihnen nicht helfen. Die Hälfte der Randalierer tragen Gasmasken. Schauen die denn keine Nachrichten? Scarecrows Gift durchdringt alles. Da kann man nicht wirklich viel gegen machen. Außer man heißt Batman. Ja. Ich glaube, wir waren hier schon überall. Die unterhalten sich da vorne. Da haben wir unseren ersten Experten eingesperrt. Hallo. Wir sollten einige der Waffen einsetzen, anstatt sie als Staubfänger hier zu behalten. Könnte die Chancen ausgleichen. Ja, kannst du machen. Die Hilfe können wir weiß Gott gebrauchen. Aber Batman braucht so keine Waffen, zumindest keine tödlichen. Was sind wir denn hier? Der Riddler? Können wir da rein? Zu messen. Ich hatte viel Zeit, sie mir auszudenken, Batman, als du mich geschlagen und gedemütigt in Arkham City zurückliest. Ich bin der Riddler, Batman. Ich toleriere keine Erniedrigungen. Ich zahle sie zurück. Löse meine Rätsel, wenn du es kannst. Sie werden später sehr wichtig sein. Was muss ich da jetzt machen?
Kannst du sie alle sammeln? Sind wir wieder bei Pokémon angekommen oder was? Kommt mir doch irgendwie aus The Witcher so bekannt vor. Immer auf der Suche nach Narben zu beschmieren. Wo wird der Reporter seine Recherchen durchführen? Überfüllt, aufgegeben, die Insassen sind los. Einkerkern konnte ich den Wahnsinn niemals groß. Rätsel 1 von 234. 243 gelöst? Ja. Hm? Ja, das machen wir nämlich mal später. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Mensch, schauen wir noch ein bisschen was vor uns. Geht's irgendwo lang? Wo kam man denn jetzt hier rein? Ich habe den Weg echt nicht gemerkt. Was ist denn das? Meine Bauchrednerpuppe namens Scarface. Das ist nicht der echte Scarface, sondern ein Joker-Imitat. Frag mich nicht warum, aber der Clown schien dieses gruselige Zeug zu mögen. Ein Eisstrahler, eingesetzt von Mr. Freeze alias Victor Freeze. Wir mussten ihn abgeben, nachdem uns der Commissioner beim Eismachen erwischte. Er ist ruhig geworden am Freeze, seit er Arkham City verlassen hat. Vielleicht hat Batman ihn zur Vernunft gebracht. Oh, ich kann mir doch jetzt nicht zu allem irgendwas anhören. Die haben ja zu allem irgendwas aufgenommen. Ich glaube, das machen wir mal später. Oh Gott. Ja, tut. Also, Wartenkammer. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wo ist der Ausgang? Hallo? Ich habe nicht das Geringste gesehen. Ja, ich auch nicht. Wie zum Beispiel. Da steht Exit. Da steht Exit. Mal dem Exit hinterher. Oh, hier geht's raus. Hätte man auch lesen können. Hab ihn noch nie aus der Nähe gesehen. Ich kenne deine Synchronstimme. Moment mal. Wir halten zu dir, Batman. Wir alle. Owens vom Diner will dich vermutlich tot sehen. Aber alle anderen, wir sind Team Batman. Ja, natürlich sind wir Team Batman. Alle Team Batman. Und du? Gordon muss verrückt sein, da rauszugehen. Glaubst du, du kannst ihn überzeugen, hier zu bleiben? Diese Stadt ist seine Heimat und die seiner Familie. Er ist bereit, dafür zu sterben. So, wen haben wir hier? Ja, armes Schwein. Er wird nicht damit leben können, wenn er erfährt, was er in diesem Diner angerichtet hat. Ach so. Wird garantiert seine Marke verlieren. Owens ist ein guter Cop, der für seine Arbeit lebt. Das hat er nicht verdient. Er hat es ja nicht wirklich absichtlich gemacht. Ich hab's, da wäre jeder so ausgeflippt. Moment. Zellenbelegung, 1%. Arrestzellen 1 von 97, Hochsicherheitszone 1 von 11. Ich glaube, das sind unsere Statistiken. Oh. Keine Aufzeichnung, nicht. Vermute, dass er sich nicht lang... Was willst du hier, Ryder? Hey, wie geht's meinem liebsten maskierten Rächer? Ist eine dieser Nächte, was? Du solltest nicht in der Stadt sein. Du denkst bestimmt über das Band nach. Du bekommst es, wenn du mich auf den neuesten Stand bringst. Was meinst du? Es ist hier nicht sicher. Du hättest evakuiert werden sollen. Und die Story des Jahres verpassen? Ah, des Jahrhunderts. Das ist sie. Meine Chance, zurück nach oben zu kommen. Quid pro quo, Batman. Was Neues zu Scarecrow? Gibt's Spuren? Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Hey, ich versuch's. Die kommen immer zu mir. Band 8, 15. Oktober. Jack Ryder. Keine Aufzeichnung, nichts. Okay. Vermute, dass er sich nicht lange. Die ganzen Biografie-Dinger will ich später mal aufrufen, wenn ich ein paar zusammen hab. Wer sie dann gerne mal durchlesen möchte oder so, kann dies gerne machen. Okay, wir gehen mal zum Ausgang. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat Pläne für dich, Batman. Dich und all deine Freunde. Heute ist die Nacht, in der wir die Fledermaus endlich knacken. Mhm. Ja. Jetzt überleg ich nochmal... Was? Du hast nichts zu sagen? Wie wär's mit deiner Entschuldigung? Ja, lass mal kurz überlegen. Nein. Ja. Es kommt ein Sturm auf dich zu, Batman. Bist du bereit dafür? Ein Sandsturm oder was? Junge. Ja, was ist? Ja, komm mal her. Du siehst beunruhigt aus, Fledermaus. Merkst wohl langsam, dass das dein Ende ist. Mhm.
mein Ende. Der hat eine ganz schön dicke Lippe, ey. Dafür, dass der eingesperrt ist. Wie groß ist denn der Eingang hier? Müsste nicht wo mein Auto mal sein? Sowas habe ich noch nie gesehen, Mann. Sogar Gordon wirkt besorgt. Und den schreckt sonst gar nichts. Es war zu lange still. Die haben das von langer Hand geplant, in Ruhe abgewartet. Und in den Nachrichten hieß es immer nur, wie toll Gotham ist. Wie sicher. Keine Verbrechen mehr. Das haben wir gemacht. Wir haben es geglaubt. Wir hätten es besser wissen müssen. Gotham ist so krank wie immer. Da ist der Ausgang. Was haben wir hier? Batman! Hier drin läuft es nicht so gut für uns. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber wir haben Glück gehabt. Alles wird gut, John. Mann, mein Schädel. Da hat mich jemand sauber erwischt. Bobby, sie haben ihn aus dem Wagen gezogen. Er schrie. Sie schlugen ihn. Die ganze Menge jubelte und sie zerrissen ihn wie Tiere. Ich muss zurück da raus. Sie gehen nirgendwo hin. Sie haben eine Gehirnerschütterung. Die brauchen Hilfe. In ihrer Verfassung stehen sie den anderen nur im Weg und bringen sich noch um. Ich habe sie im Stich gelassen, meine Freunde. Sie haben getan, was sie konnten. Es ist nicht ihre Schuld. Die haben wirklich alles hier vertont und übersetzt. Der Konvoi wurde abgeschnitten. Da sind immer noch Männer draußen. Keine Ahnung wo. Vielleicht sind sie schon längst tot. Nee, auf keinen Fall. Da kümmern wir uns auf jeden Fall drum. So, da steht wieder Ausgang. Batman, ja. Ich wollte nur sagen, es ist gut, dich an Bord zu haben. Ja, selbstverständlich. Es ist vermutlich sicherer für dich als für uns alle hier unten, aber sei bitte vorsichtig. Ja, machen wir schon. Ich sehe dieses Auto immer noch auf uns zukommen, Batman. Es ging mir wie so einem Reh im Scheinwerferlicht. Ach, du bist dort. Jetzt, wenn man die ganzen Leute langsam hier wieder erkennt. Ja, hier stehen nochmal die Statistiken. Die ändert bestimmt irgendwie jemand, sobald wir irgendwas gemacht haben. Ah, wir sind wieder am Auto. Wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Schick. Geh nicht so nah ran. Er ist hier, aus dem Weg. Schön. Mal kurz gucken, gibt's hier irgendwas? Steht hier vielleicht irgendjemand wieder in der Ecke rum, der noch irgendwas zu erzählen hat? Ich will immer irgendwas looten, ich will mir irgendwas mitnehmen. Bin ich aus den ganzen Spielen so gewohnt? Weil müssen wir jetzt Batman ja gar nicht. Hallo? Ist da jemand? Na ihr, Kollegen? Hast du von der Leiche gehört, die wir gefunden haben? Ich sag dir, das war kein gewöhnlicher Mord. Sie war übel zugerichtet, echt widerlich. Okay. Was ist mit der Feuerwehr? Wir wissen, wo ein Feuerwehrmann ist, oder? Da sind eine Menge leerer Zellen, Batman. Füllen wir die doch etwas. Du meinst mit wir, ich? Also Batman? Okay. So, einsteigen. Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius, ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne? Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Das ist ja nett. Lucius Fox. So, ja. Da war jetzt ein bisschen mehr Unterhaltung und alles. Da muss ja, gehört ja auch dazu, zu Batman. Und naja, wie es weitergeht und was wir für einen Spaß noch alles haben werden, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Bis zum nächsten Mal.